Fritze, Fritze. Da sind Sie ja endlich, Doktor. Das sah so schlimm aus, dass ich inzwischen auch noch in der Klinik angerufen habe. Guten Tag, Herr Hanusch. Ah, und der Kopf, wenn ich den Kopf bewege. Dann bewege ihn besser nicht. Ich habe mir wohl das Genick gebrochen, was, Doktor? Dann würdest du mich das sicher nicht mehr fragen können. Nein, nein, wahrscheinlich hat es dich am Halswirbel erwischt. Ich leg dir eine Manschette um. Dann tut's auch gleich nicht mehr so weh. Folter! Du wirst es schon überleben. So. Tag, Mathisen. Wahrscheinlich ein Halswirbeltrauma. Eine Fußverstauchung. Weil Sie haben ihm ja schon den richtigen Kragen verpasst. Sagen Sie, haben Sie sich von da ganz oben runtergestürzt? Nee, aber er hat damit gedroht, weil er meine Portokasse geplündert hat. Musste er mal dazu kommen, mit seinem verdammten Glücksspiel. Naja, was sollte ich machen? Ich habe ihm versprochen, ihn nicht zu kündigen und ihn auch nicht anzuzeigen. Und da ist er dann langsam runtergeklettert. Bis zur Plattform. Und da ist es dann doch passiert. Aber ganz unfreiwillig. Er ist wohl irgendwie ausgerutscht. Naja, ein bisschen Strafe hat er schon verdient, was? Wem sagen Sie das? Neulich hat er an meinem Angelplatz auf einem Baum gesessen, damit gedroht, sich runterzustürzen. Weil er angeblich ihre Portokasse geplündert hatte. Das ist doch... Ich habe ihm versprochen, niemandem davon zu erzählen. Aber wenn ich recht überlege, hätte ich Ihnen doch wohl besser einen Hinweis gegeben. Was? So ein verdammter Lümmel. Dann wäre er ja wohl auch kaum von da oben gesprungen. Wer kann das mit Sicherheit sagen? Auch wieder richtig. Sag mal, was ist eigentlich los? Geht wieder an die Arbeit, die Show ist vorbei. Was ist los, Leute? Sagen Sie mal... Doktor, wie melde ich denn das nur eigentlich? Als Arbeitsunfall oder als Selbstmordversuch? Keine Ahnung. Überlegen Sie sich's. Ich muss los, Hanusch. Ich habe das Wartezimmer voller Patienten. Tschüss und schönen Dank. Tschüss. Ja, ich mache jetzt eine Radikalkur. Dreimal täglich massiere ich mir eine Viertelstunde lang diese Tunke in meine Kopfhaut. Tunke? Was denn für eine? Ja, das ist ein Sud. Rosskastanie und so andere Kräutersäfte. Hat mir Hinaxin verordnet. Aha. Und das soll helfen? Ja. Sie haben noch einen Augenblick Zeit, Doktor. Frau Martin hat Ihre Spritze schon von mir bekommen. Danke, Doris. Ja, und jetzt hat ein Bekannter mir dringend empfohlen, ich soll auch innerlich irgendetwas einnehmen, was dem Haarausfall vorbeugt. Und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, mein Doktor. Und dagegen hat Hinaxin nichts? Hinaxin muss ich ja bezahlen, aber wenn Sie mir was verschreiben, dann übernimmt das ja meine Krankenkasse. Na. Ich kann Ihre Karteikarte nicht finden, Herr Schulz. Wann sind Sie denn das letzte Mal bei uns gewesen? Aber der Doktor hat mich doch letzte Woche zu Hause besuchen müssen. Ach du lieber Gott. Was ist denn? Dann ist sie baden gegangen. Wie? Dann hat sie in der Arzttasche vom Doktor gesteckt. Und die ist mit dem Doktor... ins Wasser gefallen. Und muss ich nun die ganzen Tabletten noch einmal nehmen? Nee, nee. Mit Ihnen hat das nichts zu tun. Ich muss nur eine neue Karte für Sie ausstellen. Sonst nichts. Einen Augenblick. Und Abbruch. Ja. Ach. Kerstin ist krank? Ja. Was Schlimmes? Nein. Stimmen Sie mir zu, dass es eine falsche Entscheidung wäre, wenn Sie jetzt gleich gar nicht mehr zur Schule gehen? Ich stimme Ihnen zu, aber selbst wenn es so wäre, ich könnte es nicht ändern. Ich meine, sie muss selbst wieder zur Besinnung kommen. Ja, hoffentlich. Sie ist ja nur in Französisch und Bio schlecht. Ich weiß. Französisch hat sie eine 5, in Bio eine 6. Wenn sie in Bio auch noch auf eine 5 käme, dann kann sie das Abitur noch schaffen. Im Ausgleich mit den anderen Fächern, in denen sie ja gut ist. Ich werde mein Bestes tun, Kerstin positiv zu beeinflussen, Herr Kollege. Bis morgen. Bis morgen. Wie ist es ausgegangen, Gudrun? Wir haben den Satz mit 11 zu 15 abgegeben. Und warum? Weil Bettina nur blöd in der Gegend rumsteht. Wir können sowieso nicht gewinnen ohne Kerstin. Soll ich dir mal was sagen?
Nein. Ich versuch's trotzdem. Komm, hier. Ich habe meinen Biolehrer auch geliebt. Ach nee. Ach ja. Und mit der gleichen Wucht und Leidenschaft wie du den Detlefs. Du hat niemand was gemerkt. Nee? Nee. Aber ich habe einfach im Stillen versucht, ihm zuliebe zu lernen. Bio? Bio. War die Beste in der Klasse. Dabei hat mich Bio gar nicht besonders interessiert. Aber ich habe gedacht, wenn ich die Beste bin, dann liebt er mich. Komisch. Ich wäre auch irre gern gut in Bio, aber ich bin wie gelähmt, wenn ich Peter nur anschaue. Mich blockiert das. Dich hat's beflügelt. Na und, hat dein Lehrer dich geliebt, weil du die Beste warst? Nein, aber ich habe das Abitur geschafft. Immer wenn ich den alten Schnittger treffe, muss ich lachen. Der alte Schnittger war dein Biolehrer. Mhm. Muss übrigens heute zu ihm. Harz von unserem alten Pflaumenbaum zu ihm bringen. Was macht er denn damit? Oh, ich weiß nicht, du, irgendein Experiment. Ja, soll ich den bringen? Ja, warum nicht? Aber jetzt sammelst du mir erstmal ein paar Eier zum Mittagessen. Okay. Tag. Surprise. Was ist denn hier los? Ich packe. Wieso? Für Ibiza. Wann ist dir das denn eingefallen? Eben. Wir machen einen schnellen Turn, Laura und ich. Wer ist Laura? Na, wer soll sie schon sein? Ihr Vater hat eine Yacht. Wir fliegen nach Nizza und segeln dann los. Ist doch hip, oder? Ich bin wohl nicht dabei. Nee, du, die Kurien reichen nicht. Wir sind ja schon 8. Warum bleibst du nicht hier, wenn ich nicht mit kann? Was? Oder nimmst du mich deshalb nicht mit, weil meine deine Eltern... Leute so square sind? Ach, Aiki, was habe ich denn mit deinem Papi und deiner Mami zu schaffen? Nicht mehr als du mit meinen Leuten, oder? Ist noch was. Ist alles, danke. Ist das nicht Roger? Muss ich heraus, wenn du weg bist? Wieso? Wegen mir nicht. Wie lange bleibst du denn? So lange wie die anderen Leute. Warum? Ist schon gut. Na also. Tipsy, Bernd und Sarah bleiben ja in der Location. Die wollen zum Roten Baum. Zu den Internationalen. Schaff dich doch da rein. Hilke! Sag mal, das ist wohl nichts Ernstes mit uns. Komme! Ach. Lass uns jetzt nicht große Meinung absondern, ja? Tschüssi. Sag der Olga vielen Dank fürs Herz. Also du bist die Enkelin von der Olga? Ja. War eine gute Schülerin, die Olga. Ich weiß. Und du? Ich bin eher miserabel. Also in Bio jedenfalls. Dann taugt dein Lehrer nichts. Biologie versteht jeder. Was ist das? Puh, keine Ahnung. Felberich, Lysimachia, was denn sonst? Warum sind die männlichen Blüten außen und die weiblichen innen? Gott. Deine Großmutter war da begabter. Sie war ja auch in sie verliebt. Was? Meine Großmutter hat sie geliebt. Dummes Zeug, mich? Ja. So alles dummes Zeug. Biologie lernt man, weil es nichts Aufregenderes gibt. Was ist denn das? Das ist eine Larve. Eine Abweichung vom biologischen Muster. Ist das was Besonderes? Also grüß Olga. Ja, ja, aber Herr Professor, wollten Sie mir nicht erklären, warum die männlichen Blüten außen und die weiblichen innen sind? Nein, ich unterrichte keine Anfänger. Oder... Willst du es wirklich wissen? Ja, sicher. Dann komm mal mit.
ist denn da los? Mensch, unsere Hühner! Wo kommt denn der her? Vom Nachbarhof! Dieser Köter ist über unsere Hühner hergefallen. Hier. Ja, brav, Rasti, hast du gut gemacht. Du passt schön auf. Ist ja auch unser Revier, ne? Wollen Sie zu mir, Doktor? Mir geht's aber prima. Oder wollen Sie wieder mitarbeiten? Nein, nein, ich bin auf meiner Patientenrunde. Ich wollte nur ein paar Sachen vorbeibringen. Könnt ihr vielleicht gebrauchen. Alte Jacken und Hosen, für die Feldarbeit noch bestens geeignet. Vielen Dank, können wir gut gebrauchen. Und den Motor von einer alten Pumpe. Der tut's noch, ich hab's extra ausprobiert. Hey, Hannes, Nico, komm, fass mal mit an. Mann, das ist ja toll. Danke, Doktor. Keine Ursache. Danke. So. Vielen Dank, Doktor. Hm? Oh. Unseren ersten biologisch angebauten Kohlrabi bekommen Sie. Freue ich mich schon drauf. Hören Sie mal zu, Sie komischer Vogel. Das machen Sie nicht nochmal. Ihren dreckigen Köter auf meinen Rassehund hetzen. Ihr blöder Rassehund ist auf unsere Hühner los. Warum lassen Sie denn diese Stinktier frei rumlaufen? Was haben Sie jetzt davon? Anscheinend sind Sie doch im richtigen Augenblick gekommen, Doktor. Ja. Aufhören! Aufhören! Seid ihr verrückt geworden? Was werden Sie mir büßen? Wenn mein Hund stirbt, bringe ich Ihren Köter um. Komm. Ja. Seht euch das an. Die haben sich anscheinend schon vertragen. Hunde versorgen sich selbst. Aber ihre Wunde, die muss ich verarzten. Ja, komm schon, komm! Ich werde dir zeigen, was der Pastor nachmittags so treibt, wenn er angeblich alte, einsame Menschen besucht. Pass auf! Gleich da hinten an der Schaufensterscheibe. Da bleibt er immer stehen. Was macht er da? Er macht auf jugendlich. Oh. Du wirst gleich sehen, warum. Siehst du die Frau da auf der Bank? Die mit dem Kind? Ja. Was tut sich denn da? Du meinst... Ja, mit der hat er was. Mein lieber Jesus, da möchte man ja vor Scham im Erdboden verschwinden. Womöglich ist das Mädchen sein Kind. Oh Gott! Tja, vielleicht treibt er dieses Lotterleben schon jahrelang. Das müssen wir doch der obersten Kirchenleitung melden. Nein, 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 er ist ja sonst ein guter Pastor. Oh, das ist aber hübsch. Ja, nicht? Ich freue mich immer, wenn schönes Wetter ist. Dann weiß ich, Sie sind mit Steffi im Park. Warum lächeln Sie? Wenn es regnet, können wir uns doch auch in einem Café treffen. Ja? Ich weiß nicht. Hier sind wir so schön allein. Und außerdem... Außerdem? Befürchten Sie, erkannt zu werden? Sind Sie ein gesuchter Verbrecher? Sehe ich so aus? Nein. Sie sehen wie ein Pastor aus. Was? Wie ein Pastor? Ja. Sie wissen... Ich habe am Sonntag zufällig Ihre Predigt gehört. Gar nicht schlecht. Ja, finden Sie? Ja, ich bin beeindruckt. So, ja, dann kann ich das Versteckspiel jetzt so aufgeben. Nur warum haben Sie überhaupt damit angefangen? Nun, das ist schwer zu sagen. Ich habe...
Ich habe mir gedacht, wenn Sie wissen, dass ich Pastor bin, dann glauben Sie vielleicht, ich hätte womöglich nur seelsorgerisches Interesse. Statt weltlichen? Ja, gewissermaßen. Und außerdem hatte ich Angst. Dass ich Pastoren nicht mag? Nicht als Verehrer jedenfalls. Ach, Sie verehren mich? Ja. Na, dann können wir ja jetzt bei mir einen Kaffee trinken. Da Sie mich verehren, habe ich ja nichts zu befürchten. Steffi, komm, wir gehen Kaffee trinken. Oh ja. Sie brechen auf. Ja. Ein Pastor mit dem Doppelleben. Mein Gott, so eine Schande. Sie denn? Ich weiß nicht. Bisher hat er sich immer im Park von ihm verabschiedet. Na, dabei bleibt es heute offensichtlich nicht. Das wird ein Schäferstündchen. Das ist doch wohl nicht möglich. Ach, die Männer sind doch alle gleich. Da müssen wir was gegen tun. Ja, man muss ihm eine gehörige Lehre erteilen. Passt auf den widerlichen Lebenswandel. So langsam mache ich mir aber doch Sorgen wegen Eike. Ja, du hast ihn aber auch runtergemacht. Ich? Ich habe doch kein Wort gesagt. Du hast das Mädchen angeguckt. Also Olga, es lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Und du, Carsten, sind die Bremsen von eurem Auto kaputt oder wolltet ihr die Hühner morden? Ja, die Frage war ja durchaus berechtigt. Aber Carsten hat wohl ein bisschen überzogen. Willst du dieser Tüte imponieren? Kerstin, muss man das nachsehen. Sie hatte Kummer wegen Detlefsen. Ach so. Du als Vater jedenfalls hättest sensibler reagieren können. Auch wenn dein Sohn mit einem Mädchen angeschneit kommt, dessen Vokabular zugegebenermaßen nicht das deine ist. Sie wollten ja nur durchdüsen und sich nicht ansoften. Außerdem hatte ich einen schlimmen Tag hinter mir und war einfach fertig. Dieses High und Quintessential und was war's noch? Ganz schön schrill. Hat mich einfach genervt. Hört auf. Wir haben alle nicht gerade freundlich reagiert. Wo Kerstin ist, kann mir wohl niemand sagen, oder? Doch, ich. Bei Schnittger. Schnittger? Will sie Bienen züchten? Frag sie selbst. Sie geht mir aus dem Weg, weil sie Angst hat, ich könnte sie fragen, wann sie endlich wieder zur Schule geht. Hm. Der Blinddarm lässt grüßen. Ach was. Man glaubt immer, wenn die Kinder groß sind, hat man weniger Probleme. Wieso? Du bist doch groß. Gehst du vielleicht zum Internisten und lässt dich mal untersuchen? Ein gemütlicher Sonntag ist es heute wieder. Warum gehe ich eigentlich nicht angeln? Hallo Mama. Hallo Paps. Hallo Oma. Hi, Old Boy. Wechselst du die Location? Oder düst du hier nur durch? Eike, setz dich, ist auch noch Kaffee da. Nein, danke. Ich wollte erst mal auspacken. Oma, kann ich meine alte Kammer haben für ein paar Tage? Für so lange, wie du willst. Okay. Also dann, bis später, ja? Tschüss. Ja. Bis später. Und wie nennt man das? Optomotorische Reaktion? Na, immerhin. Das hast du begriffen. Also, in der Natur sieht das so aus, dass zum Beispiel Fluginsekten imstande sind, auch bei starkem Wind auf der Stelle zu schweben. Grund? Die Verschiebung des Abbildes. Wo? Auf der Netzhaut des Auges, wo denn sonst? Jawohl, Herr Professor. Streng dich gefälligst an.
Biologisch gesehen beruhen die Fähigkeiten, die den Menschen charakterisieren, nämlich zu einem großen Teil auf Eigenschaften seines Großhirns. Das musst du trainieren. Ja, Herr Professor. Aber nicht mehr heute. Es reicht. Ist ein schwieriger Fall. Setz mal Zielwasser auf. Ja, gern. Es ist sehr anstrengend, unbegabte Menschen zu unterrichten, obgleich du inzwischen Fortschritte gemacht hast. Aber das ist allein mein Verdienst, nicht deins. Ich bin ja schon froh, wenn ich auf eine gute 5 in Bio komme. Aber ich nicht. Wenn meine Schule geht, ist nicht mit einer guten 5 zufrieden. Ich setze mich draußen auf die Bank. Bring den Tee hinaus. Ja. Bitte. Mara! Mara, wo steckst du? Na sowas. Wo ist sie denn? Mara! Mara! Sowas war ja noch nie da. Thea! Was ist los? Warum antwortet ihr nicht? Wir streiten. So, so, ihr streitet. Interessant. Wie soll denn das gehen, wenn du streikst, Thea? Bist du hier angestellt? Du hast freie Kost und Logis. Was willst du bestreiten? Dein Streik kann doch nur so aussehen, dass du deine Koffer packst und zurückgehst in dein Haus. Das werde ich auch tun, wenn Sie weiterhin in diesem Ton mit mir sprechen. Dann rede ich gern weiter in diesem Ton mit dir. Aber jetzt noch zu dir, Mara. Was ist der Grund für deine Arbeitsverweigerung? Sie gehen zu einer Person. Sie gehen zu einer Person. Jawohl, Thea hat mir alles erzählt. Und Sie haben anscheinend seit Jahren ein Kind mit dieser Person. Wieso haben Sie mir das alles verheimlicht? Der Herrgott weiß darüber Bescheid. Und wo steht überhaupt geschrieben, dass ein Pastor seine Hausangestellten beichtet? So, Thea, jetzt wirst du die Güte haben, mein Haus zu verlassen. Dann gehe ich mit. Bitte, bitte, tu dir keinen Zwang an! Alles ist Lifestyle, Gedankenklüschert, blasierte Attitüde. Kein Gefühl ist echt bei ihr. Es ist alles aufgesetzt. Aber ich liebe sie. Ich könnte mich ohrfeigen dafür, aber ich liebe sie. Was hat sie? Sex. Sex? Ja. Ich war auch mal in so einen Typ verknallt. Da war ich ungefähr so alt wie du. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als mir dein Dressman durchgebrannt ist. Es freut mich. Was? Na, dass du mich verstehst, meine ich. Sag mal, hast du wegen ihr in Tübingen alles hingeschmissen? Ja. Sie hat ihren Bruder besucht. Mach doch einen Change, hat sie gesagt. Und ich, Trottel, mach das. Verliere ein Semester. Einer wandelnden Kaschmir-Kollektion wegen. Übe mir die Sprachchiffre in der Subkultur ein und denke schon im Jargon der kultivierten Langeweile. Papst, du bist doch Arzt. Gibt's da keine Medizin? Doch. Die Zeit. Hoffentlich können Sie das vor Ihrem Herrgott verantworten. Das lass meine Sorge sein. Na? Wolltest du nicht mit? Du hast gesagt, du gehst mit.
Den kannst du nicht nur mit Thea gegen mich verbünden, Marga. Bis jetzt hast du noch kein gutes Wort für sie gehabt. Da wusste ich auch noch nichts von ihrem Seitensprung. Was soll denn das heißen? Bin ich mit dir verheiratet? Bin ich mit Thea verheiratet? Wann kommt sie denn hier ins Haus, diese... Sag nicht noch einmal Person, Marga. Wenn sie keine solche ist, dann wäre es ja noch schlimmer. Was ist denn das für eine merkwürdige Moral? Marga, wirklich, seit 20 Jahren in meinem Hause und so eine Moral. Was sollen denn ihre Kinder dazu sagen? Was? Beide Töchter aus dem Haus gejagt, weil sie noch vor der Hochzeit in anderen Umständen waren. Und dann selber ohne den Segen der Kirche Nachwuchs zeugen. Es war ein Fehler. Es war ein großer Fehler, Thea in mein Haus zu nehmen. Sie hat dich völlig verdorben. Komm mal wieder in die Kirche, damit eine Reinigung deines Charakters eingeleitet werden kann. So, das ist die Suppe versalzen. Und was holst du da im Monatsdurchschnitt so raus? Da kommt schon einiges zusammen. Immerhin kontrolliere ich so 50 Automaten hier in der Gegend. 80 bis 100.000. Und du bekommst Provision? Mhm. 6%. Ach ja, nebenbei machst du da auch noch Vertretung für diese, was war das, Schokoladen- und Zigarettenautomaten, nicht? Ja, aber da kommt nicht viel bei rum. Tausender im Monat, wenn es gut läuft. Weißt du was, Grete? Mhm. Es freut mich, dass du dich so für meine finanziellen Verhältnisse interessierst. Das zeigt mir, dass du es wirklich ernst mit mir meinst. Alex, das täte ich doch auch, wenn du nicht so gut verdienen würdest. Ich meine, die Liebe fragt doch nicht nach den Einkommensverhältnissen. Was denn da mit deinen Haaren? Das ist ein Haarwuchsmittel. Was soll denn das? Ich wollte vorbeugen, weil da hinten bildet sich so eine kleine Platte und ich weiß ja nicht, ob du das magst. Ach, das ist ein Blödsinn. Und das lässt du jetzt aber bleiben, nicht? Ja? Ja, aber sofort. Weißt du, da fällt mir richtig ein Stein vom Herzen. Da kann ich nämlich eine Menge Geld sparen. Die Kur kostet über 200 Mark im Monat. Ja, siehst du, für das Geld, das du damit sparst, da kaufst du mir dann immer was Schönes zum Anziehen. Ach, meine Nachbarin ist wieder da. Tag. Tag. Darf ich Sie bei dieser Gelegenheit mit Herrn Grafert, meinen neuen Freund, bekannt machen? Sie hat Kummer. Ein Todesfall. Ach, Sie auch? Ja, denselben wie ich. Sie war mit meinem Mann befreundet. Ach ja, gut. Ich habe ihr das verziehen. Und dass ich jetzt über den Tod meines Mannes hinweggekommen bin, das verdanke ich nur dir. Das tut gut, Grete. Danke. Moin. Moin, moin. Dicke Freunde geworden, die beiden. Naja, jetzt jagt ihr Hund auch nicht mehr unsere Hühner. Naja, dann können wir ja auch Frieden schließen. Hecker ist mein Name. Angenehm. Ich bin Oskar Huxtreter. Ich hab Sie von meinem Haus aus hier schuften sehen. Das ist ja eine Strapaze, was Sie da veranstalten. Ich habe Ihnen meine Kreissäge mitgebracht. Packen Sie mal mit an. Das ist aber nett von Ihnen. Danke. Jungs, fass doch mal mit an. Ich habe gehört, Sie sind gar keine richtigen Landwirte und müssen erst Ihre Erfahrungen sammeln. Ja, ja, das stimmt. Aber wir bauen nur biologisch an. Ohne künstliche Düngungsmittel. Sie können zwei Ferkel von mir haben, wenn Sie wollen. Was? Ja, ich habe ja meine kleine Landwirtschaft eingestellt. Ich bin jetzt auf Rente. Aber die Sau hat noch mal gebrochen. 4 Stück. 2 kriegt mein Sohn. Aber Sie müssen noch warten,
bis die Kleinen sich von der Mutter entwöhnt haben. Mann, Sie sind aber ein Pfund Nachbar. Moin. Moin, Doktor. Moin. Das ist mein Sohn Eike. Moin. Moin. Ich wollte mich eigentlich nach dem Befinden der jungen Mutter erkundigen. Aber jetzt traue ich meinen Augen ja kaum. Sie beide? Und keine Prügelei heute? Das könnte Ihnen so passen, Doktor. Wir hauen uns und Sie kassieren für die Behandlung, was? Na, ist ja gut, wenn wir von den Tieren noch was lernen können. Hm? Wo ist denn die junge Mutter? Na, da drüben. Huhu, Doktor! Hallo! Ich wollte mich eigentlich nach Ihrem Befinden erkundigen. Aber das erübrigt sich jetzt wohl, was? Ja, ja, alles bestens. Na, prima. Tschüss. 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 Ach, Frau Mathiesen. Herr Böhm. Sie haben ja Ihre Tochter krank gemeldet, angeblich wegen einer Erkältung. Eine Erkältung, die fast 2 Wochen dauert. Ist das nicht etwas ungewöhnlich? Ach, wissen Sie, es ist eine ziemlich hartnäckige Infektion. Wissen Sie, ich habe gegen die Abwesenheit Ihrer Tochter gar nichts einzuwenden. Dadurch ist wieder Ruhe in die Schule eingekehrt, vor allem in die 12a. Und wir sind uns ja auch sicher in der Beurteilung einig, dass Kerstin beim besten Willen das Abitur nicht schaffen kann. Moin. Moin. Vor allem, wenn sie jetzt ständig fehlt. Die Frage ist nur, ob Sie Kerstin nicht offiziell von der Schule abmelden sollten. Ich werde darüber nachdenken und mit dir sprechen. Gut. Ich bin Ihnen übrigens sehr dankbar, dass es Ihnen gelungen ist, den Kollegen Detlefsen und Ihre Tochter, ja, dass Sie diese Freundschaft beendet haben. Sie irren sich. Nicht mir ist es gelungen. Kollege Detlefsen hat ein Gespräch mit ihr und seitdem geht sie ihm aus dem Weg. Das ist sehr vernünftig von ihr. Es ist doch sehr erfreulich zu sehen, dass Jugendliche gelegentlich dem Rat der Erwachsenen folgen. Grüßen Sie sie von mir. Danke. Ich werde es gerne tun. Der Ausgangspunkt ist das Prinzip der natürlichen Auslese. Na siehst du, es geht doch. Kleine Verschnaufpause? Es tut mir übrigens leid, wie ich dich so angeblafft habe, als du mit deiner Freundin neulich hier warst. Ach, vergiss es. So Unrecht hattest du ja nicht. Habe übrigens ein Gespräch mitbekommen. Zwischen Mami und Oma. Oh, weia. Hast du mit deinem Lehrer Schluss gemacht? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wird es mir einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Fährst du mal zu ihm hin und lässt dir die Arbeiten geben, die inzwischen geschrieben wurden? Noch was? Nö, das ist alles. Storch. Ja. Du büffelst mit Schnitzker und Eike? Nein, mit Eike arbeite ich nur alles nochmal durch. Ach, prima. Denn Böhm hat dich schon aufgegeben. Er lässt dich übrigens schön grüßen. Das kann doch nur blanke Ironie sein, oder? Ja, dann will ich euch nicht weiter stören. Also los, machen wir weiter. Der theoretische Gehalt des Darwinismus. Jetzt nimmt sie auch noch Nachhilfe bei Eike in Bio. Vielleicht schafft sie ja doch noch das Abitur. Das glaube ich nicht. Ich aber. Sie hat doch meinen Dickkopf. Hat der Dickkopf positive Ziele, es ist deine, hat der negative, es ist meiner. So ist es, mein Schatz. Der Pastor hat Thea rausgeschmissen. Ach ja? Das wundert mich nicht. Dafür verbreitet Thea das Gerücht, der Pastor habe ein Verhältnis und ein uneheliches Kind. Hochinteressant. Wozu abonnieren wir eigentlich eine Zeitung, wo wir doch Thea haben? Carsten! Sag nicht, dass der Blinddarm ist. Carsten kennt sich aus, er ist Arzt. So ist es. Wo sie recht hat, hat sie recht. Entschuldigung. Ja, bitte. Wohnt hier Oberstudienrat Detlefsen? Ja. Ich bin der Bruder von Kerstin Mathiesen. Kann ich ihn mal sprechen? Schönen guten Tag. Guten Tag. Meine Schwester möchte das Pensum wissen, das Sie inzwischen in Biologie durchgenommen haben. Ach ja? Na, Moment mal. Geht's Kerstin nicht gut?
Doch, wieso? Ja, warum ist sie denn nicht selber gekommen? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber ich musste sowieso hier vorbeifahren. Ich hoffe, dass sie damit was anfangen kann. So, bitte. Danke. Will sie denn... Ich verstehe das nicht. Was? Dass sie nicht selber kommt? Das verstehe ich sehr gut. Ich käme auch nicht an ihrer Stelle. Hast du Sehnsucht nach ihr? Mutter, ich habe sie nur fragen wollen, ob sie sich entschlossen hat, jetzt wieder zur Schule zu gehen. In deinem Gesicht steht aber was anderes. Herr Fritze. Wechseln Sie mir das mal einen Schein, Herr Asmussen. Gut. Kaum raus aus der Klinik und schon hängt er am Spielautomaten. Dem erteile ich jetzt Spielverbot. Da kannst du nichts machen, Hanusch. Der Junge ist volljährig. So, Fritz. Jetzt werden wir beide uns mal unterhalten. Am Montag komme ich wieder zur Arbeit, Chef. Das freut mich. Aber mit dem Spielen solltest du jetzt trotzdem aufhören. Wieso? Ich bin am Gewinnen. Hier, die 100 Mark, die Sie mir mal geliehen haben. Sommer Wetter hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass ich das Geld noch mal wiedersehe. Junge, du hast ja anscheinend eine richtige Glückssträhne erwischt. Ah, was? Herr Pastor, Sie kriegen Ihr Geld auch wieder. 95 Mark. Können Sie mir 5 Mark rausgeben? Jo, ja, ja, ich bin so lieber Hanusch. Aber, für den lieben Gott doch immer. Ja, aber Junge. Sag mal, ein Zocker zu sein, der hinter das System gekommen ist. Ach, gibt das so ein System? Ja. Also entweder hat er ein unheimlich glückliches Händchen, oder er ist im Besitz der Computerspielpläne. Tja, aber neulich hat er doch immer verloren. Ja, vielleicht war das Training, oder? Auf alle Fälle werde ich den Burschen im Auge behalten müssen. Ja, nochmal dasselbe. Gut. Guten Abend. Ja, der Junge gewinnt. Dagegen lässt sich ja wohl nichts einwenden. Sie kriegen Ihr Geld auch wieder, Herr Doktor. So. Jetzt lege ich mal eine Pause ein. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man den Kopf nicht bewegen kann. Außerdem soll man aufhören, wenn man in der Gewinnphase ist. Ja, ja. Schönen Abend allerseits. Was sagt man nun dazu? Dass es noch ein schlimmes Ende mit ihm nehmen wird, sage ich dazu. Erna, schick dein Mann mit einer neuen Runde rüber. Mach ich. Tja, Pastor. Nun gnade dir Gott. Jetzt bricht eine böse Zeit für dich an. Ich möchte Thea jedenfalls nicht zum Feind haben. Ich habe dich gewarnt, Pastor. Du wolltest ja nicht hören. Hättest du ihm heiraten sollen, dann wäre es auch still gewesen. Aber einfach vor die Tür setzen, das ist ja auch nicht die feine christliche Art. Ja, es sei denn, man hat ein attraktiveres Wesen in Aussicht. Ja, das werde ich euch gerade auf die Nase binden. Doktor, weißt du nicht, wen der Pastor in die Falle gegangen ist? Nee. Aber wenn ich euch so höre, frage ich mich ernsthaft, warum es nur das Wort Klatschweiber gibt. Oh, nein. Siehst du, Pastor? Jetzt sucht die Thea bei dem Hagen Tröge Zuflucht. Du bist also auch verlassen worden, Tröge. So ist es, Thea. Das Glück war nur ein kurzer Rausch. Eine Saga Morgana. Vater Morgana. Ja, von mir aus. Frust. Frust. Und dich hat der Pastor verstoßen, sagt man? Jawohl. Aber mein Lebenswille ist dennoch ungebrochen, Dröge. Meiner hat Risse. Nur weil auch saure Gurkenzeit ist. Nix passiert in Degelsen. Ich kriege kaum meine Lokalseite voll. Du hast eben das Ohr nicht am Puls der Zeit. Ich habe Geschichten für 2 Lokalseiten täglich. Ja? Sicher. Ganz unheimlich pralle Storys. Mitten aus dem Menschenleben. Ach, erzähl doch mal. Was kriege ich denn pro Druckzeile? Darüber kann man verhandeln, Thea. Aber es müssen wahre Geschichten sein, keine Gerüchte. Ja? Und mit Nachnamen? Ja, das ist es eben, den weiß ich leider nicht. Früher hieß sie mal Zielke, aber da war sie noch nicht verheiratet. Heute müsste sie anders heißen. Jedenfalls, der Vorname ist Olga.
Sie müsste so Mitte 60 sein. Das tut mir leid. Entschuldigen Sie, ich suche eine Frau. Was? War nicht auf die Toper. Such dir eine im Altersheim. Verzeihen Sie, Sie kennen auch nicht zufällig eine Olga, die früher mal Ziege hieß, die mit einem Arzt verheiratet war, so Mitte 60 und aus Hamburg stammt. Ja, warum? Was, Sie kennen sie? Ja, was wollen Sie denn von ihr? Sie war meine Jugendliebe, ich möchte Sie gerne überraschen. Hugo Cornelsen mein Name, Baumschulenbesitzer aus dem Badisch. Ach, ich habe sonst was angestellt, um auf Olgas Spur zu kommen. Und in Hamburg gab mir jemand den Tipp, Olga wohne jetzt in Dickelsen. Die heißt jetzt Olga Mattisen und die Praxis ihres Mannes führt ihr Sohn. Ja, und der alte Mattisen ist schon ein paar Jährchen tot. Ja, das habe ich gehört, deshalb komme ich auch. Altes Herz wird wieder jung, was? Ja, wie soll ich Ihnen denn das beschreiben? Sind Sie mit dem Wagen da? Ja. Also, dann fahren Sie erstmal da links und dann, ach was, ich fahre mit Ihnen und zeige es Ihnen. Ach, das ist aber reizend. Kommen Sie, mein Wagen steht dort. Thea, pass auf dich auf! Ja, ja, ich habe Sie nie vergessen, meine liebe, gute Olga. Süße 18 Jahre war sie damals alt, ging noch zur Schule. Im Stadtpark unter der Linde haben wir gesessen und Händchen gehalten. Dann zogen meine Eltern nach Freiburg und ich machte meine Lehre in der Gärtnerei. Und so verloren wir es aus den Augen. Wie das Leben so spielt. Tja, interessant. Sind wir noch nicht bald da? Ja, es gibt zwar einen kürzeren Weg, aber wir fahren die schönere Strecke. Ja, und nun soll es mit Olga wohl ein Happy End geben, was? Das hoffe ich. Das hoffe ich sogar sehr. So, hier ist es. Viel Vergnügen. Danke. Olga! Wer sind Sie denn? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Hugo! Erkennst du mich nicht? Nee. Ich kenne überhaupt keinen Hugo. Mein kleines Äffchen hast du immer zu mir gesagt. Ich? Zu Ihnen? Du zu mir. Ja. Ja, ja, du bist es. Du hast immer noch das süße Grübchen in der Wange. Du hältst um Omas Hand an. Ja. Weißt du noch, im Stadtpark, als ich dich küssen wollte, unter der Linde, da hast du mir eine runtergehauen. Das glaube ich gern. Aber ich teile auch heute noch Ohrfeigen aus, wenn mir jemand zu nah auf den Leib rückt. Das scheint dir irgendwie unangenehm zu sein. Naja, kann man ja auch verstehen, ne? Sie hat es immer so getan, als hätte es ihr im ganzen Leben keinen anderen Mann als Opa gegeben. Vielleicht ein Freund aus der Jugendzeit? Na, jedenfalls ist er auch heute noch gut in Form, oder? Ja, ein sehr flotter Typ. Wahrscheinlich ist Oma nur sehr verlegen. Ich meine, sie geniert sich, ihre wahren Gefühle zu zeigen. Ja, das glaube ich auch. Na, und Pferde liebt er auch. Du, pass auf, ich krieg doch einen Stiefvater. Blöd, Mann! Finde ich überhaupt nicht witzig. Ich finde es überhaupt nicht witzig. Willst du lieber mal ein Handtuch bringen? Oh Gott.